So, hi Leute, willkommen zurück. Dieses Mal bei Aufstieg der Samurai. Ja, das Mal sind wir alleine. Ich hoffe, das ist auch kein Problem. Und ja, wir haben uns letztes Mal einige Verbündete geholt, soweit ich das noch weiß. Aber auch ein paar neue Feinde, beziehungsweise wir haben auch die Fujiwara ausgelöscht, was eigentlich ziemlich gut ist für uns. Das würde mich doch mal interessieren, ob da nicht irgendein Land noch mit uns handeln möchte, so. Nein, doch nicht. Gut, schade, egal. Lass mich mal schauen, also 0,5 pro Runde ist so schlecht. Oh, sorry, Leute. Eins, zwei, drei, vier. So. Braucht die Stadt da gar nicht mehr rummeckern. Und wir werden uns jetzt, wer jetzt gedacht, um unsere verloren gegangenen Städte kümmern. So, erstmal geht's runter nach Fukushima. Ja, also Leute, wartet mal eben, ich muss mal eben eine kleine Pause reinhauen. Ich komme dann, mach dann gleich weiter. So Leute, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber ja, was muss, was das muss. Das dürft ihr euch überlegen, was ich getan habe. So. Nee, wir müssen gerade mal schauen. Also erstes werden wir die Sagami zurückdrängen. Und dann werden wir die Urakami zurückdrängen. Nebenher können wir dann versuchen, die Ashikaga und die Nitta in unser Land einzugliedern. Wir können mal diesen Yuna Tsuchiya, oder wie der da heißt, sorry, Leute, ich kann kein Japanisch, nicht wirklich zumindest. Einmal das da und einmal das da machen wir mal. Oh. Dann gehen wir hier auf das da und dann gehen wir hier nach Ugo und versuchen die Stadt mal zu bekehren, damit sie wieder bei uns mitlaufen sozusagen. Mit uns. Dass wir die Armeen da abziehen können, meine ich natürlich nicht mit drauf. So wie es auch in der Stadt hier anscheinend auch geklappt hat. Müssen wir unbedingt unser Heimatland vor allem wieder zurückerobern, weil da doch eigentlich relativ reiche Provinzen sind. Und es auch einige Provinzen sind. Ja. Also wir haben auf jeden Fall noch eine relativ große Aufgabe vor uns. Es wird erstmal unser Heimatland wieder zurückerobert, dann die Urakami da ein bisschen zurückgedrängt versucht und dann werden wir diese Seeschlacht automatisch berechnen, warum wohl. Und dann werden wir uns um die Nitta und Ashikaga kümmern, vielleicht können wir die irgendwie richtig selbst in den Schwerpunkt Angriff natürlich selbst irgendwie so in unser Reich eingliedern, ohne dass die rumstressen. Das wäre natürlich richtig cool. Jetzt muss man gerade mal nach unserer Flotte gucken, damit man die mal eben hier reinschickt. Kann man rein theoretisch mal so. Ah ne, ich wollte ja ein kleineres Schiff bauen. Ach egal, komm.
Hier sind wir dann auch ein bisschen am Handelsschiffchen bauen. Also da ist auf jeden Fall keine Person drauf, das ist schon mal nicht schlecht für uns. So. Gehen wir mal weiter hierher, nach Fukushima oder Fukushima, wie auch immer. Gut. Sobald dann die Armee hier auch eingetroffen ist, können wir uns mit der Armee aus Hitachi, wie auch immer, und der Armee von da oben, können wir uns dann da dran machen, den Gegner zu besiegen. Ich denke, zwei Armeen sollten erstmal reichen für den Anfang. Ja, des Weiteren können wir momentan nur hoffen, dass nicht nochmal irgendwas Schlimmeres passiert für unser Land. Ich denke, es wird auch noch ein relativ großes Gemetzel gegen die Taira. Die Roten hier, also die Dunkelroten und diese Hellroten oder Normalrot aussehenden, da es wird relativ großes Gemetzel noch geben, so. Sorry. Wisst ihr, was ich mir gerade überlege, ob es nicht einfach sinnvoller wäre, dass man die hier auf ein Schiff draufstellt. Doch, das machen wir jetzt einfach, wir bauen jetzt ein Schiff. Ein leichtes Begleiterschiff, das sollte reichen. So, dann kann man hier mal eben ein paar Einheiten noch mitnehmen. Oh. Okay, interessant. Ja, dann nehmen wir mal die Einheit hier mit. Zwei können da wieder rein. Oh, welcher Clan wurde denn schon wieder zerstört? Kakawa. Okay. Ich denke, da sind wir schneller da unten als so. Was relativ interessant ist, dass die diesen Vorposten da sozusagen von uns noch nicht erobert haben. Aber dafür haben sie relativ viele andere Provinzen erobert. 3, 4, 5 war das auch unsere Provinz, weiß es gerade gar nicht. Sind relativ viele Provinzen an die gefallen. Aber Leute, wie gesagt, das kriegen wir auf jeden Fall gut hin. Wir werden gewinnen. Dafür werde ich sorgen. Ah, ja. Oh, ne, gerade redet man von dieser Stadt, jetzt wird sie erobert. Okay. Na, ja, da kann man natürlich nichts ausrichten. Immerhin 10 Verluste zugefügt. Oh. Greifen die jetzt an? Sind sich aber ziemlich sicher, dass sie gewinnen, oder? Klar, sie haben relativ viele Generäle und wenn die hier vom Pferd runterkommen und hochrennen, ist natürlich auch nicht so toll. Und Fußsamurai haben sie auch einige. Stimmt, das war ja die Armee mit diesen drecksvielen, übel gut, übel erfahrungsreichen Soldaten. Oh. Okay. Oh, scheiße, vergessen F9 zu drücken für die Aufnahme. Beenden, unterbrechen, wie auch immer. Ja. Jetzt muss man halt eben schauen, wie wir die Stadt am besten verteidigen. Also wir müssen auf jeden Fall gewinnen und versuchen, die Armee auszuschalten. Aber ich denke, wenn die Armee hier tot ist, dann haben wir wieder freies Gelände. Vor uns und können dann die verlorenen Städte wieder zurückerobern und vielleicht sogar ohne größeren Widerstand noch mehr. Genauso wie natürlich diese eine Armee von diesem anderen da, wo gerade unsere Stadt erobert habe. Ich vergesse immer die Namen, tut mir leid. Ja. Auf jeden Fall wichtig, wie gesagt,
Die Schlacht muss gewonnen werden gegen die Armee und dann noch gegen diese andere Armee von unserem anderen Gegner. Und dann werden wir mal schauen, ob sie noch so sonderlich viele Truppen haben. Ich denke es mal jetzt einfach nicht, beziehungsweise ich hoffe es einfach. Ja, und dann können die Minamoto ihr Heimatland zurückerobern und können dann noch mehr erobern. Ich meine, unser Ziel ist ja immer noch, einen großen Teil von Japan zu erobern. Ja, ich weiß, komm. Ja, das ist schließlich nicht den ganzen Tag Zeit, ne? Es würde mich doch mal eins interessieren. Können die Soldaten da durchlaufen? Das ist nicht so scheiße, irgendwie, so leid es mir tut, dass ich das jetzt sagen muss. Aber da gibt es doch hier so Brücken und dann können die Gegner trotzdem überall langlaufen. Das ist schon ein bisschen... Finde ich ein bisschen schade. Sollte man gleich sehen, von wo die Gegner noch herkommen. Ich kann hier mal eine Einheit, meinen General hier auch noch so hinstellen, dass er darüber schaut. Und dann kann man mal die Einheiten hier reinstellen. Ah, Fußsamurai haben wir auch noch, stimmt. So, woher kommen denn unsere lieben Gegner? Von da und von da, okay. Heißt, hier brauchen wir Truppen. Und hier brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das war gerade Battle Log von Battlefield. Wie jetzt gedacht. Was ihr das gerade eben gehört habt, ich bin da noch drin im Battle Log und gerade ist irgendjemand online oder offline gegangen. Sorry Leute. Oh fuck. Stehen hier nur noch da draußen, ey. Oh. Lol, wie die Leibwache des Generals uns schon mal angreift, ist natürlich cool. Dumm die sind. Ich muss sagen, dieser Blut-DLC ist einfach genial. Wenn sich jemand fragt, wie ich den bekommen hat, entweder ihr habt irgendwie einen nicht deutschen Kumpel in Steam oder ihr ja, da gibt es auch so Leute, die kaufen so Sachen und verkaufen es dann wieder und nehmen dafür halt ein bisschen Geld. Ist eigentlich voll cool. Kann man sich das Ding nämlich auch kaufen, wenn man nicht in Deutschland wohnt. Das wäre das dem auf jeden Fall das Geld wert. Die paar 2-3 Euro oder sowas. Es gab viele Leute, die da voll gesagt haben, was für eine Scheiße und so Zeug, aber ich finde den Blut-DLC cool. Was ich ein bisschen krass unfair finde, wie stark diese Drecks-Leibwachen da sind. Ich schicke jetzt mal meinen General, meine Speerträger hier raus. Ja, das bringt es mir gerade relativ stark, weil da kommen gerade noch die nächsten. Ich denke, das wird ein relativ knappes Teil werden hier. Was siegen werden trotzdem wir, denke ich mir.
krass, wie die unsere ganzen Bogenschützen hier weggemetzelt haben und es ist gleich nochmal eine Einheit. Puh. Hui. Ui. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord. Arg viel zum Reden fällt mir gerade gar nicht ein, muss ich sagen. Es ist auch eine relativ krasse Schlacht, muss man dazu sagen. Man wird sich halt einfach nichts geschenkt, keine Meter. Ich denke, sieht eigentlich ganz gut aus. Die Gegner scheinen bald alle niedergeschlagen zu sein, beziehungsweise zu fliehen anscheinend. Haben wir denn schon raus aus der Festung? Ja, anscheinend schon. Es sind nur noch ein paar Bogenschützen am Leben. Eine unserer Einheiten hat keine Munition mehr, mein Lord. Gut gekämpft hat diese Einheit Schwertkämpfer auf jeden Fall. Mussten gegen einiges an Gegnern kämpfen. Und sie kämpfen immer noch, es sind nur noch 4 Leute, aber sie kämpfen noch. Das ist natürlich sehr schön. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Oh oh. Scheiße. Was für ein banaler Fehler. Meinerseits. Meine Fresse, Kacke, Kacke, Kacke. Okay, es geht die Zeit wieder hoch, das ist natürlich sehr schön für uns. Okay, es ist die Zeit wieder weg, das ist natürlich cool. Sehr schön. Ruhen, mein Lord!
keine Seite gibt sich irgendwas, schenkt sich irgendwas. Alle kämpfen noch erbittert. Beide Seiten haben viele Truppen verloren. Weil ich nicht weiß, wenn es jetzt schwerer trifft, diese Schlacht, entweder mich oder den Gegner, das ist natürlich die Frage. Also die Gegner haben auf jeden Fall eine relativ starke Armee verloren. Sie könnten aber noch gewinnen. Was natürlich nicht so cool wäre. Töte die doch. Nun haben wir sie in der Hand. Gut, die Kavallerie von hinten hat vielleicht etwas geholfen. Aber ich denke auch unser General ist tot, ich weiß es nicht, aber ich glaube es einfach. Aber er ist gestorben als Held. Ah ne, der General lebt noch, weil schon später jetzt dieser Grabstein. Natürlich sehr cool. Jetzt kommen doch die noch die beschissene Mauer hoch. Ah, doch nicht. So, jetzt können wir uns folgen. Den General töten wir noch. Spulen wir mal eben vor. Ja, lol. Fail. Es flieht auch noch unser General. Naja, egal. So. Also, dann bis gleich auf der Kampagnenkarte. Bis dann. Okay, da sind wir wieder auf der Karte. Wir haben einiges an Leuten verloren. Haben noch 226 Überlebende. Unser Gegner hat auch nicht mehr unbedingt. Und das Schöne ist ja auch, dass wir immer wieder diese Verstärkungen aus der Stadt da bekommen. Aber trotz allem müssen wir jetzt nachrekrutieren. Aber als erstes brauchen wir hier mal in der Stadt ein vernünftiges... Teil hier noch ein Buschi Übungsgelände. In der Zeit rekrutieren wir mal hier ein bisschen was an Truppen. Dass unsere Armee von da oben da ist. Ja. Die haben mich getötet worden. Aber wir haben trotzdem einiges verloren. Deswegen müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich hätte euch nicht für mutig genug gehalten.
Wird man auf jeden Fall sehen, wie es weiter geht hier. Aber wir sehen hier gerade kaum Truppen, kaum Truppen, kaum Truppen. Und hier hinten hat eine Armee noch drin. Aber ansonsten sieht es doch eigentlich relativ ruhig aus. Jetzt muss man nur noch schauen, dass wir diese Armee da runter bekommen. In der Zeit die Stadt hier nicht angegriffen wird. Und dann sieht es doch gut aus. Okay, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten dann. Ciao.